So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Die Nacht hat die ganze Zeit die Heizung geknackt und geknistert und gerauscht und gemacht im Schlafzimmer. Jetzt früh klopft es an der Tür, die Nachbarin ist da, sag mal, geht an der Heizung. Ich sag, oh, die hat die ganze Zeit geknackt, weiß ich gar nicht. Jetzt hat sie gesagt, sie ruft an. Alles kalt, Heizung, tot, hier, Bad, alles kalt, nass, dreckig, sieht aus wie Hund. Weiß ich nicht, was da schon wieder los ist. Wenn es euch auch so geht, schreibt es mal in die Kommentare. Das heißt, Adi, wir müssen uns heute warm anziehen. Was passt da besser als ein schönes Bier aus dem Bier-Adventskalender früher morgen? Wir sind jetzt hier bei Nummer 17 angelangt, bei Adi und der Adventskalender. Nummer 17 ist hier drüben. Das machen wir wieder auf. Da haben wir wieder ein Tütchen mit irgendwelchen Gebambel drin. Adi, guck mal, ist gebambel. Na? So, einmal reinbeißen zum Test. Dann schmeißen wir den Rest natürlich bei ihm ins Waschbecken. Raus da. Probiere mal, zeigen mal, gucken mal. Ja. Gestern haben wir ein Türchen ausgesetzt. Also bei euch nicht. Ich habe dann vorproduziert. Aber gestern habe ich eigentlich ein Türchen ausgesetzt, weil ich schon wieder beim Zahnarzt war. Immer noch mit meiner Wunde vom Weisheitszahn. Und ja, Fäden gezogen, waren schon verwachsen. Alles wieder aufgerissen. War auf jeden Fall nicht cool. Medizinstreifen an den Zahn, fertig, bam, also in die Wunde. Habe ich gestern mal kein Bierchen getrunken aus dem Adventskalender. Hier haben wir jetzt auch die 17. Mal gucken, ob da heute jetzt wieder Spielzeug drin ist. Ja, da ist Spielzeug drin in der 17. Guckt euch das an. Sieht aus wie eine Möhre. Ein Möhrenkopf, Adi. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht auf jeden Fall komisch aus. Das nimmst du doch in den Mund und beißt da drauf rum, oder nicht? Adi, guck mal, wie süß. Aha. Da geht er gleich mit der Pfote ran. Ja. Aber guckt immer direkt gleich wieder weg. Adi, hopp. Huch. Warte, bleib oben. Adi, hopp. Ich glaube, das ist erst nach dem Video, dass die Faszination für das orange Etwas zur Geltung kommt. Oh, Entschuldigung, Monsieur, hier die 17 haben wir. Hier drüben beim Bad Santa seine Flasche. Wir machen auf, wir stellen es ab, wir zeigen es euch und wir haben ein prächtiges Pferd. Das hier ist ein Hirsch. Der König im Bierreich steht da drauf. Hirsch Hefeweise mit einem alten babbigen Etikett. Hirschbrauerei Hohner Wurmlingen. Das der Kronkorken. Wenn ich Kronkorken alleine bewerten würde, hätte dieser Kronkorken von mir 5 Punkte. Dieses weiße Edle mit dem roten Symbol drauf. Top Kombination. Dann auch noch so detailliert, dann auch noch mit der goldenen Schrift, dann auch noch diese roten Umrandungen, plus der Hirsch, der den ganzen Deckel ziert, hätte bei mir 5 Punkte beim Kronkorken. Aber wir werden ja keine Kronkorken, sondern Etiketten. Das Etikett weiß ich nicht, wieso sie es nicht auch so gemacht haben, denn während das hier schön glänzend weiß ist, hätte das ja auch richtig glänzendes weißes Papier sein können, mit der gleichen Verzierung ungefähr. Hier ist es natürlich anders. Das weiße Papier ist plötzlich gelb, nicht gelb, aber vergilbt, pappig, alt. Der Hirsch ist plötzlich statt rot und kräftig einfach nur noch grau und unscheinbar. Die roten Kreise drumherum und die Verzierungen sind plötzlich blau, macht einen ganz anderen Eindruck. Wenn das so im Regal steht, okay, aber wenn ich das zuerst sehe, dann erwarte ich das und dann kriege ich das. So hätte das von mir wahrscheinlich 5 Punkte gekriegt fürs Etikett, weil ich das mega feier. Ansonsten, Hefeweise mit feiner Hefe, steht da hinten noch was drauf.
Eine dezente Hopfennote der Sorte Tettnanger Perle rundet die feinen Fruchtaromen dieser Weizenbier-Spezialität ab. Unser Braugetreide wächst in Baden-Württemberg und in großen Teilen auf Feldern in direkter Nachbarschaft zur Brauerei. Durch die traditionelle Gärung in offenen Bottichen entfaltet diese Weizenbier-Spezialität ihren fruchtigen Geschmack. 5,4%, sind wir mal gespannt. Hirsch, Hefeweise. Ich würde fürs Etikett trotzdem. Wir geben trotzdem 4 Punkte. Statt 5, 4 Punkte reicht doch immer noch, ist doch immer noch super. Nein, mir gefällt der Hirsch und diese Präsenz und dieses tierische und Hirschhefe. Die Hirschhefe klingt auf jeden Fall richtig genial. Irgendwo hier habe ich mein Feuerzeug, dass wir es nämlich mal aufmachen, mal einfüllen, mal gucken, wie es aussieht. Weiße, das Glas ist schon festgeklebt, ist aber Wasser, ne? Ist Wasser drin. So, einmal die Hirschweiße eingefüllt. Hirschhefe, Hirschhefe. Hirschhefeweise, oh, die Farbe sieht schon wieder aus, richtig scheinbar, unscheinbar. So, dann haben wir die ganze Flasche drin und wir haben eine Schaumkrone. Jetzt dürfen wir uns wieder nicht bewegen, sonst rutscht die nämlich runter. Deswegen ziehe ich die mal kurz ab. Wir gucken mal hier rein. Also für ein Hefe Weiß ist das bestimmt perfekt. Mir gefällt es aber nicht. Ich mag eher kräftiges, tolles Bier. Das zirkuliert ein bisschen. Das sieht ganz frisch und fropfig aus. Aber das ist ja so verwaschen. Du siehst absolut gar nichts, wenn du da durchgucken willst. Das ist so richtig dick. Es ist auch hell. Ja? Das sieht richtig ausgewaschen, abgestanden, komisch aus. Für mich müsste es ein bisschen dunkler sein und ein bisschen klarer. Dann hätte das bei mir richtig gute Punktzahlen von Farbe, die mir gefällt. Ich bewerte halt einfach nur die Farbe und nicht die Farbe des Typs. Deswegen kriegt das bei mir bei Farbe nur 2 Punkte. Schaum ist aber da, der bildet sich schon wieder nach. Guck mal, der ist schon wieder mehr geworden. Wir riechen gleich mal an dem Schaum. Also 4 und 2 haben wir bis jetzt. Der Schaum riecht so gut wie nix. Nach nix. Ich musste nochmal abtrinken. Das hat plötzlich angefangen, mich anzugreifen. Schaum riecht so gut wie nach nix, aber mit einer kleinen süßlichen Note. Die ist aber auch sehr unscheinbar. Ich würde hierfür trotzdem 3 Punkte geben. Das ist. Gefühlt ist da gar kein Geruch da. Dieses ganz zarte, süßliche, das ist so wenig, das macht es nicht fett. Ne? Das macht die Sau nicht fett, deswegen auch hier 3 Punkte für den Geruch. Aber jetzt kommen wir noch zum Geschmack. Da bin ich mal gespannt. Fruchtige Note. Okay, ist interessant. Schmeckt gerade so, als wenn ich mehr davon trinke, ich direkt Durchfall kriege und sich das richtig auf den Magen schlägt, weil das halt nicht so klar ist, sondern das so richtig auf dich einwirkt, so macht in dir drin, einfach nur noch. Aber es lässt sich erstmal gut trinken, aber ich glaube halt nicht in so großen Mengen. Ich probiere nochmal. Ich würde schon mindestens eine 4 aber geben für den Geschmack, vielleicht sogar eine 5, denn es wirkt sehr leicht, es wirkt ein bisschen säuerlich, aber leicht und hat dann auch diese Süße, die beschriebene Süße ist tatsächlich da. Boah. Irgendwie dreht sich mir jetzt schon alles, mir zieht sich gerade alles zusammen und mir wird richtig schlecht. So toll der Geschmack in dem einen Moment ist,
glaube ich, ist das nicht so verträglich wie jetzt anderes. Weil es halt, weiß ich nicht, es wirkt ganz anders in dir drin. Also, es ist nicht herb, es ist nicht bitter, es ist kein Spülmittel, es ist einfach nur Hefeweise mit süßen Tarn, das ist okay. Eine ganz kleine säuerliche Note ist drin, also wir machen mal 4, weil 5 müsste ja perfekt sein. Dadurch, dass mir beim Trinken schon direkt schlecht wird und ich merke, das ist einfach zu viel, das schlägt mir komplett auf den Magen. Das haben die anderen nicht. Ich gebe 4 Punkte. Ihr seht, ich muss mich total zusammenreißen gerade. Ansonsten interessantes Bier. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das Etikett? Ne? Trinkt ihr auch immer euren Hirsch aus der Flasche? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ja. Seinem orangen Ball. Also ich weiß nicht wie. Also irgendwie. Hat der Adi trotzdem gerade seinen Ball aus dem Wohnzimmer geholt. Irgendwie hinter die Tür gequetscht. Seitdem fliegt er hinter der Tür rum. Der Ball hat vorhin da durchgeguckt. Dann hast du nur noch gesehen, wie die Pfote von hinten kam. Durch die Tür. Den Ball durchgestochert hat, dann ist er selber wieder hinter die Tür. Jetzt hat der Ball natürlich da gelegen, jetzt hat er ihn nach hinten gequetscht. Jetzt geht er hinter die Tür, jetzt hat er den Ball wieder vorgezogen. Ein Stück zumindest. Warum spielst du denn da hinten heimlich? Du kannst auch uns dran teilhaben lassen, Adi Schatz. The Chico. Müssen ganz leise sein. Wir dürfen nichts sagen. Dann wird sie beobachtet. Liegt da jetzt auf beiden. Nee, ich glaube, er will nicht. Also wenn man guckt, möchte er nicht. Das heißt, wir können euch leider keine tiefen Einblicke geben in das Spielverhalten dieser Katze. Mit diesem Ball, der halt wirklich sehr merkwürdig aussieht. Hui! Hui! Jetzt soll ich aufhören, Hui zu machen. Hui!